Moin Moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zurück zu Let's Play One Piece Treasure Cruise Global. Ja, seit dem Superfest-Fiasko habe ich wirklich nur einmal gespielt. Und zwar einmal die BD-Insel, die 20 Stamina. Also, wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht. Also, wie ich wirklich so viel Unglück haben konnte. Das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, nennt euch mal oben, damit ich weiß, wer ihr seid oder so. Also, nennt euch mal nicht Straw Hat Pirates. Drum Island ist dran. Ganz einfach Drum Island, das, was wir auch im Stream spielen werden. Heute um 17 Uhr. Wenn das Video hochgeladen ist. Und zwar... Nehmen wir mal mit. Ich würde eigentlich schon sagen Mihawk, aber Mihawk ist ja ein bisschen langweilig. Ich guck mal, ob hier ein Vista da ist. Ich sehe ganz viele Toll-Namis. Da ist ein Vista. Unser Max-Vista. Okay, gehen wir damit rein. Kein Ding, gehen wir damit rein. Habe ich schon mal gesagt, wie ich die Musik hier liebe? Einfach, sie ist einfach mal ganz was anderes in One Piece Treasure Cruise. Ja, im Allgemeinen von One Piece Treasure Cruise. Und hier haben wir den Mister, also den, der jetzt seine Burg zurückhaben will. Also, den würde ich auch schon gerne droppen. Ich weiß aber gar nicht, ob der hier droppt. Ich denke, jetzt hier droppen nur seine Diener. Hier Mr. Afro und Mr. Ich sehe aus, als ob ich aus Alice im Wunderland rausgekickt wurde. also der Kartentyp. Ich lasse jetzt mal einfach die Szene laufen, weil ich die noch nicht gesehen habe. Vielleicht haben die ein paar Leute von euch schon gesehen. Aber das interessiert mich schon ein bisschen. Da ist er. Der wie eine fucking Spielkarte aussieht und mit einem Bogen schießt. So, egal. Ich wollte nur das sehen, wie er hier jetzt aussieht drinne. Ob die da irgendwas abgeändert haben, aber sieht nicht so aus. Da, na, 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 na. Ja, wie gesagt, der Fail, der war echt hart. Der Fail, der war echt hart. Wie gesagt, ich hoffe, das heißt einfach, dass ich mein ganzes Glück jetzt für Rayleigh so gefasst habe. Ich habe jetzt auch schon wieder 10 Gems. Mit dem Abschließen der Insel habe ich 15 Gems. Eigentlich kann man da jetzt nicht wirklich dran was meckern. Wenn man ganz ehrlich ist. Warum auch mal das Connecting jetzt so lange dauert. Aber, also, ich werde auf jeden Fall ein paar Pulls haben für Rayleigh. So ist es nicht. Nur weil ich jetzt hier die paar Pulls gemacht habe bei dem Subo-Fest. Wie gesagt. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Oh, verdammt. Das sollte ihr selbst nicht sehen. Aber okay. Fucking WhatsApp. Ich weiß nicht, was mit dem Connecten los ist. Ich weiß es aber nicht. Geht doch. Wollte ja auch mal Zeit. Lapine Avalanche, also haben wir eine kleine Lawine hier am Laufen. Nochmal der Hase. Ich habe nachgelesen, dass der Hase nicht wirklich gut ist. Er hat keine Captain Ability und auch nur eine gute In-Unit ist, wirklich, wenn man nichts Besseres hat. Dann ist es nur eine gute In-Unit. Also nicht wirklich empfehlenswert. Es gibt den kleinen Hasen, der ist normal, und dann gibt es den großen Hasen, der ist Silber. Also wenn er droppt, ist er Silber. Ah, ich hätte nichts dagegen, wenn er jetzt droppt, sagen wir es so. Einfach, sieht einfach cool aus im Moment. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Kosten der hat, weil ist ja auch immer so eine Sache für jetzt den Garp-Fight. Ich habe jetzt schon ausgerechnet, mit meiner Vivi kann ich, ich habe mir das aufgeschrieben, ich kann mir das sogar mal eben angucken und dann kann ich das sagen. 3200 Leben mitnehmen. Mit gutem Gewissen. Also, da kann ich mir so sicher sein, dass da nicht wirklich viel passieren wird. Mit 3200 Leben.
man kann da schon Sachen mitnehmen. Dann muss ich halt vielleicht 1, 2 oder 3 Gems opfern, um bis zu Garb zu kommen. Aber dafür hat man dann halt Garb. Und ganz im Ernst, Garb ist besser als jeder Rare Recruit, wenn wir mal das so festgesehen haben. Ja, aber naja, ich find's nice. Dass ich jetzt auch Garb mitmachen kann, da ich jetzt meine Princess Vivi habe. Und da in die 3200 habe ich nämlich noch gar nicht das Dingi reingerechnet, zum Beispiel. Wer nicht weiß, was das Dingi als Boot macht, erhöht die Anführer RCV, also die Captain RCV. Und Vivi's Special wird ja vom RCV abgezogen. Ah, fuck, ey, die Hasen, ey, die regen mich richtig auf. Haben viel zu viel Leben. Ich meine, ich treffe gerade nicht gut, aber trotzdem. Na, komm schon. Warum haben die so viel Leben? Wie gesagt, aber normalerweise, also was ich gelesen habe, man kommt hier durch die Extrainsel gut durch, auch wenn man einfach nur G3 Ruffy hat, doppelt, also mit doppelt G3 Ruffy kommt man hier easy durch. Und schon wieder diese Häschen, die konnten sich auch nichts Besseres einfallen lassen. Ja, ich mache hier mal einen Gurt zum Healen. Also das war gewollt, das andere alles nicht, wenn ich hier irgendwo einen Great treffe. Obwohl, ja doch, das war gewollt. Ja, wie gesagt, der Stream geht dann los, da machen wir dann noch den Rest der Insel, würde ich jetzt mal sagen, zu Ende. Und dann werde ich mit euch auch ein bisschen diskutieren, wie sieht denn die nächste Extrainsel aus. Oder vielleicht könnt ihr das auch jetzt schon in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Was denkt ihr, wird die nächste Extrainsel sein, weil in 4 Tagen kommt die nächste Insel? Ne, oder sogar schon in diesen Dienstag kommt schon die neue Extrainsel. Deshalb, was kommt da? What the fuck ist das? Holy crap! Okay. Okay. Ich nehm's hin, ne? Nur Häschen. Genial. Gelbe Slots zu Inslots brauche ich jetzt noch nicht wirklich. Und Buggy und seine Heilung zu Inslots. Wir haben keine Heilungslots, also keine RCV, keine Keulen. Okay, Doppel-Int hier. Ich glaube, ich will nur einfach nur das. Hier habe ich zum Beispiel die Vista-Fähigkeit. Macht ein bisschen Schaden zu allen, ne? Kann man nicht wirklich dran meckern. Ja, das merkt man fast gar nicht, aber naja. Benutze ich hier zum Beispiel. Ja. Komm, ich will auf meiner Nami einen Insta haben. Damit ich schon doch ein bisschen mehr Damage mache. Mist, ey. Ich kann mich echt nicht konzentrieren hier. Okay, aber normalerweise sollen wir das easy überleben. Aber merken, das Intim ist nicht so super hier. Da spiele ich dann doch lieber G3. Da konzentriere ich mich dann noch mehr auf die Perfekts, wenn ich G3 spiele. Obwohl ich jetzt eine perfekte Runde hatte, aber naja. Was machst du nochmal? In der Atikama 2 mache ich das mal eben. Und dann. Okay, ich hätte es anders machen können, aber naja. Dann das. Und dann kommt auf jeden Fall ein bisschen Damage hinzu. Und dann gehen wir mal auf das Häschen rauf. Oh, das, die Mikroattacke, ne? Die ist viel zu schnell für mich. Die ist viel zu schnell für mich. Zack. 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 Und zack. Yes. Easy, Leute, easy. Ja, da haben wir auch schon fast die ganze Folge mit ausgefüllt mit der einen Insel. Ja, da waren halt die tankigen Häschen, ne? Die Tankhäschen. Fürs Clear, da gibt es nochmal einen Gem für, jetzt sind wir schon bei 10, noch einen Titel, das heißt, ich kann wieder einen adden. Wie gesagt,
ich hab's nicht wirklich mit Freunde annehmen, die dann nur Straw Hat Pirates heißen. Also wie gesagt, falls ihr mich wirklich addet, dann nennt euch bitte anders als Straw Hat Pirates, damit ihr auch eine Identität im Spiel habt. Genau. Nice. Okay, auf jeden Fall. Wir sehen uns im Stream, Leute. Bis denn, bis um 17 Uhr. Ich hoffe, ihr kommt. Und wenn nicht, guckt euch den Wort auf Stream an. Auf Stream an, auf Twitch an. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand, was die Insel angeht. Und ja, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns ja im Stream oder halt morgen in der nächsten One Piece Treasure Cruise Folge. Bis denn, Leute.